Also ich fühle mich schon sehr anerkannt mit der Arbeit in meinem Betrieb, aber es gibt natürlich immer Situationen, wie dass ein Kunde da war, das Gespräch ist gut verlaufen, man bekommt ein Lob von jemand anders und ein anderer Mann sagt dann wieder, naja, das war auch nur der Frauenbonus. Und das sind dann schon immer Situationen, da schluckt man und denkt sich auch, na okay, stehe ich einfach drüber und trage es beiseite. Es ist mit Sicherheit schwerer für eine Frau, eine Führungsposition einzunehmen. Und man muss sich schon mehr behaupten, um wirklich den gleichen Stellenwert zu erlangen. Ich habe noch keinen Plan gemacht, wie es bei mir sein wird, wenn ich mal ein Kind bekomme. Für mich steht fest, dass ich zu Hause bleiben möchte erstmal und dann natürlich auch wieder in den Beruf einsteigen. Aber inwieweit das möglich ist, weiß ich noch nicht. Ich möchte für das Kind sorgen. Trotzdem möchte ich meinem Beruf nachgehen, weil ich einfach diese Bestätigung brauche und weil mir mein Beruf einfach auch Spaß macht. Also ich würde sagen, Gleitzeit unterstützt es natürlich, dass man ja sein Privatleben mit dem Beruf vereinbaren kann. Man muss natürlich aber auch aufpassen, dass man dann wiederum nicht zu lange bleibt, wenn eben zu viel Arbeit ansteht. Ich habe Angst davor, dass sich die Arbeit und das Privatleben ineinander übergehen und man es gar nichts mehr merkt, man gar nicht mehr spürt, wann ist jetzt die Arbeit zu Ende und wann fängt mein Privatleben an. Natürlich muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Wenn du versuchst, immer mehr aus dir rauszuholen, dann bringt das keinem was. Irgendwann ist es zu viel, ich bekomme einen Burnout und da hat weder der Arbeitgeber noch ich was davon. Mich mit meinen Freunden zusammenzusetzen und mit meiner Familie. Darauf möchte ich am wenigsten verzichten. Die IG Metall spielt für mich eine wichtige Rolle, weil sie sehr viel erkämpft hat für mich als Arbeitnehmer. Es ist auch ein Gefühl von Gemeinschaft.